du bist noch auf der Suche nach günstigen FIFA 17 Coins? Dann check jetzt gerne den ersten Link in der Beschreibung ab. Dort geht's zu meinem Partner FIFAcoin.com und mit dem Rabattcode STAR bekommst du nochmal 5% auf deine Bestellung. Herzlich willkommen, Freunde, zu diesem neuen FIFA 17 Trading-Tipp. Und falls ihr mehr Trading-Tipps sehen wollt, dann lasst jetzt den Daumen nach oben da und wir starten jetzt direkt rein, ohne lange zu schnacken, mit dem heutigen Trading-Tipp. Und zwar müsst ihr bei der Liga Calcio A eingeben und dann einfach hier mal so auf 500 Münzen gehen und dann schaut ihr einfach mal, wie viel diese Karten wert sind. Und wir sehen hier, dass wir jede Karte aus der Calcio A für 500 Münzen verkaufen können. Dieser Trading-Tipp funktioniert allerdings nur noch circa die nächsten 24 Stunden. Also das liegt einfach an einer gewissen Sache und die werde ich euch dann nachher noch zeigen. Also der funktioniert jetzt nicht irgendwie die nächsten 5 Wochen oder so, sondern wirklich nur die nächsten 24 Stunden. Und ja, hier haben wir eben gesehen, dass wir die für 500 Münzen verkaufen können. Und was wir jetzt einfach machen, wir gehen einfach hoch bzw. runter auf 350 Münzen und dann snipen wir einfach. Das ist richtig einfach und da bekommt man auch sehr, sehr leicht Spieler. Und hier haben wir dann die erste Karte für 300 Münzen. Ich war jetzt leider zu langsam, aber das ist an sich die Trading-Methode. Und da kann man halt echt leicht Coins machen. Für Leute, die wenige Coins haben, ist diese Methode eigentlich perfekt geeignet, um jetzt schnell Coins zu machen. Hier war ich leider wieder zu langsam. Ich probiere es noch einmal und dann zeige ich euch auch direkt, wieso das Ganze im Moment gut funktioniert und wieso viele Spieler auf den Markt kommen. Hier war ich wieder nicht zu langsam und zu unfähig. Und hier war ich dann schnell genug, perfekt. Für 350 Münzen einen Spieler bekommen, ein Argentinier und sogar eine Rare-Karte. Okay, der ist leider gerade nicht so viel wert. Ja, 300, ja, können wir einfach reinstellen hier für 500. Wir haben ja vorhin gesehen, jede Karte können wir für 500 Münzen verkaufen, das heißt also auch den hier und da machen wir einen Gewinn von 150 Münzen und das ist, denke ich, ganz ordentlich. Und dann würde ich sagen, gehe ich noch hier ja auf Foot Champions und das ist eben der Grund, wieso die gerade im Moment mehr wert sind. Und zwar gibt es hier das Daily Knockout Turnier und da braucht man eben im Moment einfach Calcio A-Spieler. Das ist der einzige Grund, Calcio A-Spieler mindestens 7 in der Startelf und in der Auswechslung. Das Ganze geht noch einen Tag und 8 Stunden, also mehr als 24 Stunden, aber ich würde euch raten, das wirklich so bald als möglich zu machen. Also versucht das wirklich direkt nach diesem Trading-Tipp, also direkt nachdem ihr das Video gesehen habt, das dann direkt auszuführen. Und ich probiere noch einen einzigen Spieler zu bekommen. Also von 3 Versuchen haben wir ja einen bekommen. Das ist ganz ordentlich, denke ich. Und da kommt einer rein. Für 200 Münzen, da waren wir leider ein bisschen zu langsam. Und ja, Freunde, das war es jetzt auch schon wieder mit dem Trading-Tipp. Für mehr Trading-Tipps einfach einen Daumen nach oben da lassen. Und das wollte ich euch auch noch zeigen. Es gibt manche Rare-Spieler im Moment, die man für 350 Münzen bekommen kann. Eigentlich haben die einen Mindestwert von 600 Münzen. Da hat aber EA ein bisschen rumgefailt. Und deswegen kann man da manche auch für 350 ersnipen. Ist richtig witzig und auch eigentlich richtig effektiv. Aber die sind natürlich immer ziemlich schnell dann weggesniped. Und ja, Freunde, das war's mit dem Trading-Tipp. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Probier noch eine Karte zu snipen. Ich finde auch, das Snipen macht irgendwie mega süchtig. Also da will man dann irgendwie gar nicht aufhören, weil man einfach diese Option hat, sehr, sehr schnell viele Coins zu machen. Und deswegen snipe ich da auch immer ziemlich lange. Wichtig ist eben einfach, dass ihr auch sauschnell seid. Denn ihr seht hier, ich bin gerade ein bisschen langsamer. Es liegt einfach daran, dass es schon, ja, 23.47 Uhr ist und deswegen, ja, ich schon ein bisschen erschöpft bin, ein bisschen müde und deswegen nicht mehr ganz so schnell im Traden bin und ich vorhin auch schon ein bisschen gezockt habe, von dem her sind meine Finger da auch schon ein bisschen müde. Und für 200 Münzen haben wir den sogar noch bekommen. Perfekt, das ist ein Pole, ein Rechtsverteidiger. Mal schauen, was der gerade wert ist und da sehen wir dann auch schon, also, dass der 3.500 wert ist. Okay, da könnte sogar ein bisschen mehr sein als 500. 1.400 habe ich hier gesehen. Okay, den können wir für 1.000 Münzen reinstellen. Das ist einfach mal ein Gewinn, aber ich stelle den hier eben für 500 Startpreis rein oder 450, dass er sich auf jeden Fall auch safe verkauft. Aber das ist ein Gewinn von 800 Münzen mit einer einzigen Karte, also richtig, richtig nice. Ja, Freunde, das war es jetzt auch schon wieder mit dem Trading-Tipp und da haben wir direkt noch eine Karte bekommen. Schauen wir noch schnell rein, was der so wert ist. 300 Münzen hat der uns gekostet und den stellen wir rein für 550. Das ist auch wieder ein Gewinn von 250 Münzen und ja, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Mich freut es eben, dass ihr auch in letzter Zeit so heftig am Start seid. Vielen Dank auch für 9000 Abonnenten, das ist unfassbar. Ein heftiges Dankeschön geht raus an euch. Danke für euren Support. Und ja, dann sage ich auch schon wie immer, ciao Leute, FIFA Stars.